Liebe Schwestern und Brüder, in einem Schweizer Roman kann man Folgendes lesen. Der Roman heißt Windladen. Die Pfarrer streuen am Grab ein Schäufelchen Erde auf den Sarg hinab und lesen aus ihrem Pflichtenheft vom Heiland und Erlöser vor, der die Toten, die nun ruhten von ihrer Arbeit und in irdenen Kammern schliefen, auferwecken werde am jüngsten Tag. Drinnen in der Kapelle umschiffen ihre Kanzelworte geschickt das jüngste Gericht. Sie lassen nur verlauten, Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen. Und die Heimat der Seelen ist droben im Licht. Befreit vom Liturgischen ist der Verstorbene nie tot und auch nicht im Schlaf, sondern lebt. Und seit er tot ist, erst recht. Noch heute werde er am Tisch des Herrn sitzen. Abgestreift hat er jede irdische Hülle, sei ganz und gar Organ des Geistes geworden, welches nicht mehr zum Schneckengang verderbe, was Adlerflug sein möchte. Die Hinterbliebenen lassen derlei Widersprüche durchgehen. Die besten Zuhörer sind sie nicht. Die Pfarrer, diese Wegweiser, Fährtenleser zu den ewigen Gefildern, verkleinern sich zuweilen vor nüchternen Augen zu unterschiedlich talentierten Versicherungsagenten, die im Gespann mit den Beerdigungsinstituten als den Reisebüros für die Jenseitsflüge ihren Policenzahlern die sichere Landung garantieren. Oder sie sind heimlich zurückgelaufen zu ihren Herden und mischen sich unter die, die nicht recht wissen, was sie über den Tod denken sollen und deshalb lieber nicht zu viel denken. Dieser Autor ist Organist, liebe Schwestern und Brüder. Er hat viele Beerdigungen erlebt. Er weiß, wovon er spricht. Und ist das nicht so? Jedes Jahr kann man aufs Neue beklagen, wie sehr dieser Tag, der Allerseelentag, seine Bedeutung verliert. Und dieses Jahr, durch das Reformationsgedenken wird es natürlich noch einmal neu gespeist. Wahrscheinlich hätte Martin Luther seine Freude an uns Katholiken. Denn als er damals schrieb, vor 500 Jahren, dieses Fegefeuer ist eine schweinische, papistische Erfindung. Der Ort, wo die Seelen sind, wo sie geläutert werden. Es gibt heute kaum noch Katholiken, die daran glauben. Hat Martin Luther also recht? Oder sagen wir es anders, hat er auf der ganzen Linie gewonnen? Hat sich sein Anliegen endlich durchgesetzt? Es ist eine unglaubliche Vergesslichkeit, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn wir seit dem Sonntag schon immer wieder darüber nachdenken und es immer wieder anklingt, dass wir eingesperrt sind in Ghettos, dann ist es auch ein Ghetto des Denkens und ein Ghetto des Heute. Es ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass wir in ein solches Ghetto eingeschlossen sind. Heute, jetzt muss alles her im Leben. Wir wollen alles herausnehmen, was herauszuholen ist. Es ist alles zwecklos. Wir wissen das auch, wenn wir nüchtern darüber nachdenken. Aber es muss her. Mit aller Gewalt muss es her. Was gestern war, wer gestern war. Ein nettes Ritual, okay, das schulden wir den Eltern, Geschwistern, vielleicht tragischerweise den eigenen Kindern, wenn wir sie begraben müssen, anderen Freunden. Ein nettes Ritual, dafür sorgen wir. Schließlich zahlen wir ein Leben lang Kirchensteuer. Das wird die Kirche ja noch auf die Beine kriegen. Aber mehr? Nein. Auch im Umgang mit dem Tod sperren wir uns ein in das Jetzt und Hier. Manchmal frage ich mich bangen, und komme ich jetzt langsam auch unweigerlich in die Jahre, aber im Blick auf unsere jungen Leute hier, gibt es eigentlich noch jemanden, der für dich beten wird, wenn du tot bist? Gibt es noch jemand hier auf der Erde? Gibt es noch jemand in der Kirche, der dir hilft, wenn du tot bist? Aber warum helfen? Ist doch alles gut. Wir haben das nette Ritual vollzogen.
das heute einer Heiligsprechung gleicht. Die Toten schnurstracks zitt, sind im Himmel. Alles gut. Wie im Hollywood-Film. Aber die, die anfangen zu denken, die ihr Ghetto langsam vergrößern und die mit der Kirche denken, das ist übrigens ein ganz altes Schlagwort. Man soll es nicht für möglich halten, es ist sogar jesuitisch. Sentire cum ecclesia. Mit der Kirche leben, fühlen, denken. Die erweitern ihren Horizont. Und dann stehen zunächst viele, viele Fragen auf. Denn diese schnelle Himmelfahrt, wo der Tote tot und verwesend in seinem Sarg liegt, ist eine faule Ausrede. Nichts anderes. Ist ein ganz billiger Trost, der nur für die lange hält, die sich nicht weiteren Fragen stellen. Die auch dann nicht mehr zum Friedhof gehen und vor dem Grab stehen und fragen, was ist jetzt damit? Was ist mit dem? Was ist mit diesem Leben? Was ist mit diesem Schicksal? Was ist mit diesen erlittenen Stunden? Was ist mit der Liebe, die hier gelebt wurde? Was ist damit? Mit der Kirche zu leben, und das heißt eben auch diesen Allerseelentag zu halten, und dieser Tag ist nichts anderes, als die Kirche, dass die Kirche alle ihre Mittel zusammenrafft, die sie von Christus selber hat, die sie nicht aus sich heraus hat, sondern von Christus als Geschenke hat, dass sie an diesem Tag besonders einsetzt für die, die hinübergegangen sind, wie wir das eben in der Vesper noch gebetet haben. Für die, die gestorben sind. Deshalb darf an diesem Tag jeder Priester dreimal die Messe feiern, eine große Ausnahme. Deshalb betet die Kirche an diesem Tag besonders und unablässig für die Toten. Und deshalb können auch die Gläubigen, die sich entsprechend vorbereitet haben, für die Toten einen Ablass erwerben. Aber wir merken, wenn das alles schon gut ist mit der Beerdigung, die sind schon im Himmel, dann ist das natürlich alles Unsinn, was wir da machen. Ist das nicht dann doch eine spätmittelalterliche Verrenkung, die spätestens mit Martin Luther sauber abserviert ist? Wir wollen doch saubere Katholiken sein, zeitgemäße Katholiken wollen wir doch sein. Mit den Nachdenklichen kann man nachdenklich werden. Ich will zwei Beispiele für diese Nachdenklichkeit erwähnen. Der katholische Schriftsteller Julian Green bemerkt 1956 in seinem Tagebuch: Die Welt und ihre Scheinwirklichkeit, selbst die Stille, so schön sie sein mag, ist eine Art Schleier, der uns eine noch schönere Stille verhüllt. Alles hienieden scheint uns aus menschlicher Sicht schön, aber es ist nur eine Art Schirm aus leuchtenden Farben, der unseren Augen den Anblick dessen erspart, was zu sehen sie nicht ertragen würden. Zweifellos muss man durch die Flammen des Fegefeuers gegangen sein, um Gott zu schauen, ohne zu sterben. Kein Dogmatiker sagt das, sondern ein Schriftsteller, der das Leben befragt, liebe Schwestern und Brüder. Und ein Mann, der ganz unverdächtig ist, auch nur von ferne dogmatisch angehaucht zu sein, obwohl er eine entsprechende Ausbildung genommen hat, ein zeitgenössischer Schriftsteller aus Holland, betet in einem Totengebet: Lass mich ein zu dir in den Ort der Ruhe, des Friedens, der benannt nach deinem Namen, Licht vom Licht, Erbarmen, Himmel, Liebe ist dein Name. Dass ich zu dir komme zum Frieden, dass ich nach den Feuerqualen, wenn das letzte Leid vorüber, zu dir kommen darf, mein Frieden. Zwei Beispiele, dieser Autor lebt noch, Hüb Osterhuis. Von Menschen, obwohl er einer die Kirche verlassen hat, die dennoch mit der Kirche denken und mit der Kirche leben. Die ganz aus dem, wie die Kirche mit dem Tod umgeht. Denken wir an das, was wir gestern gefeiert haben und gesagt haben.
Wer ist die Kirche? Dass auch die Toten zur Kirche gehören. Wir nennen sie in jedem Hochgebet, wenn auch manchmal nicht ausdrücklich mit Namen. Aber es gibt kein Hochgebet. Es gibt kein Eucharistiegebet, kein eucharistisches Opfer ohne die Nennung der Toten, denn sie gehören zur Kirche, von den Tagen der Apostel bis zur Wiederkunft des Herrn. Ebenso wie die Heiligen und die, die jetzt die Kirche hier auf der Erde bilden. Aber das ist lange nicht alles. Wer mit der Kirche lebt und denkt und solche Tage hält, bildet eine große Lebensgemeinschaft. Das ist die Kirche, ein lebendiges Wesen mit ihren Toten. Auch die, die noch nicht vollendet sind, die, wie die Kirche sagt, im Fegefeuer sind, weil sie noch nicht gereinigt sind für die Anschauung Gottes, weil ihre Augen noch nicht so rein sind. Wir gehören zu ihnen und sie gehören zu uns. Warum helfen wir ihnen nicht? Wir tun es ja Gott sei Dank. Und es ist ein Werk Gottes, dass wir das tun, dass wenigstens ein paar Dutzend hier sind, um das zu tun an diesem Tag. Dass es so wenige sind, liebe Schwestern und Brüder, soll uns nicht mutlos machen. Es soll den Jüngeren, die da sind, die Kraft geben, dies weiterhin zu tun, um das Bewusstsein für die Wirklichkeit wach zu halten. Wer ist die Kirche? Wer gehört zu ihr? Und wie ist sie durchdrungen von einem Geben und Nehmen? Nicht in einem ganz vordergründigen Sinn, was wir lange an die Caritas abgegeben haben. Nein, ein ganz intensives Geben und Nehmen. Und deshalb dürfen wir auch für uns selber hoffen, dass sich Menschen finden werden, die getauft sind, die zum Leib Christi gehören, die auch nach unserem Tod uns helfen, für uns eintreten. Dass wir alle gemeinsam dorthin gelangen, wo es der Herr versprochen hat. An den Ort Frieden, Paradies, Licht, Ruhe, ewige Glückseligkeit nennen. Dahin sind wir unterwegs mit unseren Toten und wir können ihnen helfen.